Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Finding Bigfoot. Ich kann nicht einmal mehr reden. Mit dabei ist noch immer der liebe F-Master alias Fabi und der liebe Hallo. Joey, der Lakshmi. Hallo. Jo. Ach, Lakshmi ist ja da was so komisch atmet. Leck mich doch am Arsch, ey. Ja, ich glaube, der hat Asthma oder ich so. Ich glaube auch, mein Typ hat irgendwas. Wir dürfen ihn deswegen nicht diskriminieren. Entschuldigung. Ich sagte doch schon, das ich bin auch nicht. Ein ganz normaler. Und du meintest, nee, das ist keiner von uns, der so komisch atmet. Was ist denn eigentlich hier drin? Ist nicht, was ist denn eigentlich das da? Jetzt machen wir die Tür auf, Bigfoot drin. Ja, genau. Ich glaube, das brauchen wir mal nicht. Hat einer von euch gerade eine Tür benutzt oder was war das für ein lautes Geräusch? Ah, okay, ich hab mich auch gewundert. Ich wollte nicht. Okay, ich hab mal das Window geclosed. Wir können die nämlich einfach noch aufmachen. Hallo, Hilfe. Ach, jetzt. Haben wir nicht mehr als. Ach, jetzt ist hier eine dritte Kamera hier an, okay. Was ist das? Okay. Das ist Bigfoot. Ach so, das ist eine Reflektion von euren Taschenlampen gerade gewesen. Ja, kann man nicht irgendwie die Kameras hier anziehen? Ah, da, USB-C. Ja, da. Ah, man kann die Kameras sogar drehen. Oh, sehr gut. Wie viele haben wir? Drei, vier? Vier. Vier. Okay. Ich überlege nur, wie ich umschalten kann. Ah, mit Ampel, also mit Zahlentasten. Ah, dann kann man natürlich auch in den See schauen, ne? Achso, die sind 360 Grad drehbar, oder wie? Ja. Sehr gut. Ja, okay, stimmt, war ja auf so einem Gestell und wenn das Ding halt, ja, sehr schön. Da ist er, ich seh ihn, da ist Bigfoot, der kommt genau auf uns zu, oder? Was? Warte, die vierte Kamera, die letzte Kamera, die wir aufgesetzt haben. Ja. Die ist am Schild. Fuck, der kommt genau auf uns zu, Leute. Oh, oh. Oh, scheiße. Bemannt die Fenster mit den Waffen, wir können die Fenster nämlich runterlassen. Oh, oh, der kommt genau hier hin. Ja, ich glaube, ich habe ihn gerade gehört. Warte mal, Open Window? Oh ne, ja. Close Window! Close Window! Ich glaube, er kommt da nicht durch. Ihr wisst, dass ich keine Waffe außer eine fucking Signalpistole habe, oder? Ja. Ja, warte mal, kann man hier irgendwie das Licht ab. Warte. Oh, was? Außenlicht ist das, okay. Wow. Warte mal, ich muss mal Use Medizin nachnehmen. Aber das hilft genau gar nichts. Jeder einfach an ein Fenster. Denn dann haben wir wenigstens alles abgedeckt. Oh, Scheiße. Ja, gut, dann geh ich ans Fenster in der Bett. Mit meiner geilen Signalpistole. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Wo? Er kommt direkt auf uns zu. Ich höre ihn. Er ist an der Tür. Er ist aus der Tür. Er hat mich ja gerade rein. Ich hab ihn angeschossen. Aber du hast gerade gegen das geschlossene Fenster geschossen, oder? Wo ist er? Nein, er hat es aufgemacht. Er ist rumgerannt um den Trailer. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich höre ihn, glaube ich, noch. Hier auf die andere Seite. Was war Pat? Das ist ein Reh. Er ist weg, oder? Ja. What the fuck? Er hat das Fenster aufgemacht, durchgegriffen und mich geschlagen. What the hell? Ich sag dir, am Ende vom Spiel kommt raus, sind einfach alle drei psychisch gestört und der Bigfoot war gar nicht da. Der ist halt, wo ihr gerade wart, dort rechts aus dem Wald. Ich sehe irgendeine Bewegung, ich denke, war es ein Rasch? Warte, was war das gerade? Ich hab gerade da den Käfig auf. Ich überleg gerade, ob ich in den Käfig eine Falle mit Fleisch reinleg. Glaubst du, ist das Viech hier rum? Ich glaube nicht. Wäre fast ein bisschen zu einfach. Wenn er sogar ein Fenster aufmachen kann. Er ist nicht dumm, ja. Also er hat das Fenster aufgemacht? Ja, er hat das Fenster selber aufgemacht. Wir müssen hier auf jeden Fall eine Kamera platzieren, Leute. Das ist, glaube ich. Ja. Also ich platziere jetzt mal hier. Ich meine, jetzt weiß er, wo wir wohnen. Ich glaube, das wusste er die ganze Zeit schon. Wer sagt, dass er nicht zurückkommt? So, ich habe hier jetzt mal eine Kamera hingesetzt, dass wir zumindest auch von hinten da ein bisschen eine Sicht haben. Ich habe mal dort aus der Richtung, wo er kam, habe ich mal eine Falle mit Fleisch hingemacht. Okay. Warte mal, was ist denn eigentlich das da? Ah! Wow, ein Signal. Was? Ach so. Oh, what the hell? Okay, das hat mich das taghell eigentlich danach, ne? Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Vielleicht können wir ihn damit schocken. Irgendwie gefällt ich meine, schaut euch mal seine Lebensleiste da oben an. Ja, Alter, wie wir haben ihn vorhin einmal am Jägerstand getroffen. Ich hatte ihn gerade auch noch mal getroffen. Ja, aber irgendwie hat sich da an der Leiste nichts getan. Aber er hat grün geblutet. Oh, ich finde das Geräusch mega geil, wenn du die Kamera bewegst. Was haltet ihr davon? Gehen wir hier weiter? Ja, wir können ich glaube, ich benutze noch keine Medizin. Ich habe noch genug. Medizin funktioniert sowieso nicht. Guck, ach so, ich hab ihn getroffen, sein Blut ist hier. Ja, das ist recht. Ich bin auf der anderen Seite. Irgendwie keinen Schaden bekommen.
andere Seite vom Wohn. Ach, da. Ach, da ist das Blut. Ja. Okay. Wo gehen wir hin? Ja, ich frag mich ja, wie funktioniert das mit der Tracking-Muni? Ich weiß nicht, ich hatte ihn auf jeden Fall beim ersten Mal eigentlich mit Tracking-Muni getroffen. Ich switch wieder auf Tracking-Muni. Vielleicht braucht man dazu dann irgendwie noch ein Gerät. Ich finde irgendwie unsere Schrittgeräusche mega irritierend. Oh ja. Und dass Joey wie so eine Dampfwalze atmet. Ja, das tut mir sehr leid. Mach mich auch fertig, ey. Ich meine, man denkt die ganze Zeit, irgendein Bär oder so ist hinter einem. Kann man sich eigentlich irgendwie ducken? Also in deiner Fantasie? Ja. Also ich habe die Tastatur bisher noch nicht gefunden, falls das möglich ist. Vielleicht brauchst du eine russische Tastatur dafür. Achso, das kann sein. Ich glaube, wir haben eine der Vermissten gefunden. Jetzt schön aufpassen. Ich denke, das gefällt Bigfoot nicht. Das war, glaube ich. Wir haben nichts gesehen, Bigfoot. Alles super. Ja, cool. Wir gehen da mal. Wir gehen wieder weiter. Ganz gern behalten dein Spielzeug. Das war eine Frau übrigens. Das soll keine Anspielung zu Fabi sein, ne? Ich habe ja böse Vorahnungen, wenn wir schon ein Seil haben, dass es irgendwelche Höhlen geben wird. Oh nee. Oh Gott. Alter, dieses Game macht mich jetzt schon fertig. Was ist das da drüben? Ich warte nur, jetzt kommt dann. Wir haben schon einen Hirsch gesehen, jetzt kommt dann sicher ein Wolf oder so. Ich habe auch schon gedacht, ein Bär oder so könnte auch in den Wäldern wohnen. Wahrscheinlich gibt es nicht nur ein Bigfoot, sondern drei oder vier. Das wär's ja. Ich glaube, das Spiel kann es niemals schaffen. Ich bin immer noch für meine, wir sind alle drei einfach psychisch krank Theorie und es gibt gar keinen Bigfoot. Aber wir haben die Leiche gefunden. Denkst du, die haben jetzt die bilden auch wir uns nur ein, Leute. Ja, vielleicht haben die sich gegenseitig erschlagen und die letzte Person wurde auch so schwer getroffen, dass sie weiß ich nicht was. Naja, in so einen Wäldern wieder rauszukommen, ist bestimmt nicht einfach. Das sag ich ja. Alter, dieser Asthma-Lakshmi macht mich fertig, ey. Das tut mir sehr leid. Ich laufe jetzt mal. Vielleicht finden wir da was. Aber ich finde, so schaut das Spiel eigentlich cool aus. Ich glaube, wir sollten auch, wenn wir eine Falle machen, sollte man da eine Cam dann irgendwo auch platzieren, dementsprechend. Dass wir dann auch sehen würden, wie was wo, ne? Da ist ein Zaun. Ja, wow, mitten im Wald ein Zaun. Also, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das einfach die Map-Grenze ist. Ja, ich glaube auch. Aber. Ja, gut. Oder hier ist der Nationalpark zu Ende. Da ist, das ist der Anti. Oh. Ja, da ist der Nationalpark zu Ende. Ja. Und natürlich kann man da nicht raus, ne? Also, wir können doch jetzt einfach gehen, oder? Also. Ja. Hallo? Wir haben auch übrigens ein Auto, ne? Ja. Wir sollten Bigfoot einfach überfahren. Ich glaube, das Ding kannst du nicht überfahren. Also ich würde auch sagen, vielleicht, dass du noch so eine Tourist, vielleicht so ein Touristenleiche nochmal da irgendwo wäre vielleicht. Eventuell. Keine Ahnung. Mir gefällt diese Stille nicht irgendwie. Und dann mein Asthma atmen. Ja. Ich wollte gerade sagen, was für eine Stille hier ist die ganze Zeit. Ja, aber atmen. Es ist gerade so ein Anti. Das liegt nur daran, dass ich meinen Darth Vader Helm aufhabe. Achso. Ja, gut. Aber irgendwie hat man auch unendlich Ausdauer. Gibt's das? Ja, das scheint so zu sein. Ja, das ist gut. Das sind sehr sportliche und auch im Umgang mit Schusswaffen vertraute Reporter. Ja. Ja, wir sind hier doch in Amerika. Ich würde sagen.
Naja. Mit Schusswaffen kennen wir uns sowieso aus. Vielleicht sind wir ja nicht in Amerika, sondern sind. Naja, aber der Mythos von Bigfoot ist doch so. Und dann auch noch der ja, Nationalpark. Ja. Ja, weiß stimmt, nicht. Ja. Ohio, sowas in der Gegend. Halt die Fresse, du scheiß Eule! Boah! Hab ich schon gesagt, dass ich solche Spiele, die irgendwie so Jumpscares haben, richtig gerne spiele, nicht? Ich glaube, das geht eben so. Aber man spielt sie trotzdem. Ich habe mir das letztens schon gedacht. Im Wohnwagen wusste man wenigstens, von wo er kommen kann. Ja. Ich bin ja gespannt, ob wir da mal vielleicht eine Höhle oder so finden. Das wäre ja geil. Ja, die Frage ist ja sonst, wofür das Seil? Leute, bin ich gerade durch den Stein durchgesprungen? Ich auch. Jetzt ist die Frage, wie weit kommt der Stein raus? Guck dir das. Ha! Okay. Aua! Aua! Pass auf, pass auf, pass auf, Flixian! Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch runterspringen will. Ich glaube, das war kein Hirsch. Wie bist du überhaupt auf den Stein gekommen? Hier ist so eine unsichtbare Wand bei mir. Hilfe! Hier, du kannst dich an den Kanten lang. Ach da. Hilfe! Erstens habe ich fast kein Life mehr gerade. Warte mal. Oh, ich habe wieder Full Life. Oh. Hast du Medizin benutzt? Ja, ich habe jetzt Medizin benutzt. Ich hatte ja fast kein Life mehr. Ich weiß nicht, ob ich da runter. Ah, jetzt sind wir wieder da, weißt du, bei diesem Wasserfall, wo wir die Falle geklickt haben. Alles klar. Warte mal, vielleicht ist in die Falle getreten. Ich glaube, ich Schaden bekommen habe, ich jetzt auch so ein Asthma bekommen. Ah, nee, doch nicht. Okay, alles super. Warte mal, das ist doch der. Oder ist das das hier? Nee. Ha! Da vorne ist ein Hirsch auf jeden Fall, guck. Wo seid ihr? Da am Stein. Können wir nicht vielleicht mit der Signalpistole den Hirsch töten und ihm dann dem Bigfoot als Opfergabe darbieten? Ich sehe euch nicht. Wir sind einfach okay. Im Wasser. Hab euch. Wir gehen da jetzt gerade mal runter. Warte mal, kann man vielleicht hier drauf und dann. Wollen wir mal hier rüber gehen? Jetzt BAM! Runterbrochen plötzlich, weil Bigfoot auf der anderen Seite steht. Ja gut. Also wir sind recht gut im Wandern. Ja, ich bin gerade durch einen riesigen Ast durchgelaufen. Ich hab keine Ahnung. Dieses Game, ey. Das fängt schon wieder an, wie das letzte aufgehört hat. Oh, ein Schild. Die Sache ist, wir hatten noch Brüllen gehört und sind dann ja eigentlich davon weggelaufen. Ja, da ist die Kamera, also wir sind jetzt wieder da bei dem Gang, ne? Ja, wir sind jetzt bei unserer Brücke hier. Ja, da können wir ja jetzt da lang gehen und den Fluss weiter umranden, oder? Ja. Ich sag, laufen wir mal da vorne. Ich meine, das Spiel heißt ja Finding Bigfoot, ne? Naja. Das Problem ist Bigfoot Finding Us. Ja, oder? Also, aber ich denke, der Jäger wird zum Gejagten Sache ist bei so einer, naja, wesentlich stärkeren Kreatur auch logisch. Will ich da durchgehen? Ich weiß nicht, es gibt nur einen Weg. Hier könnten wir eine gute Falle legen. Wenn Bigfoot noch eine gute Freundin mitbringt, dann sind wir da eingesperrt. Legen wir mal hier eine Falle und ich positioniere hier eine Kamera hin, ha? Okay. Guck weiter nach vorne, passt immer hinten auf. Aber hier sind doch überall. Also ich meine, ihr könnt ja auch da runterspringen, Mann. Das ist vollkommen richtig. Oh, warte mal. Am besten okay, trennt er uns noch damit. Ja, wenn so Pat steht da hinten noch, Bigfoot springt in der Mitte runter.
Dann legen wir hier mal eine Falle hin, würde ich sagen, oder? Okay. Warte mal. Hier. Zack. Und X. Also irgendwo würde mich interessieren, ob man die selbst auslösen kann. Andererseits möchte ich das nicht probieren. Eine Frage. Habt ihr auch Fliegen gehört? Was? Wenn wir hier hingehen? Dieses Summen oder Brummen. Sind das Fliegen? Bei der Leiche hatte ich so ein ähnliches Geräusch gehört. Ich höre keine. Ich höre nur, wie wenn da der Wind extrem durchzischt. Ja. Okay, aber dann ist es ja durchgehend der Wind. Ja, ich denke nur wegen dieser Schlucht hier. Ich bin einfach von dieser Schlucht gerade weg. Ja, ja. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl an der Schlucht. Wieso habe ich das Gefühl, dass uns gleich Bigfoot von der Seite anspringt? Ich bin schon total aufgeregt und drehe mich dauernd im Kreis, um irgendwas zu sehen, aber... Also, ich will ja nichts sagen oder so, aber ich befürchte die ganze Zeit schon Schlimmes. Ich switch mal die Muni, ich denke, wir den jetzt tracen, wäre nicht so praktisch, wir verjagen ihn einfach. Ich glaube, man muss ihn einmal treffen, dass er wegläuft wieder. Ja, und dann müssen wir ihn eigentlich verfolgen. Ja. Ja, die Frage ist, gut, wenn du ihn jetzt tracken kannst, ne? Wie? Verfolgen wir das Signal auch? Wie ist das Signal? Ja, wie kriegst du das? Hast du da irgendwie einen Computer danach, oder? Ich habe jetzt kannst mal Tracking. Kannst du so einen Computer sehen? Ich habe jetzt Tracking-Muni, okay? Ich habe normale drin. Ich habe eine Signalpistole. Ich würde gerne zoomen können mit der Waffe. Oh ja. Ich laufe jetzt mal. Okay, hier ist wieder ein Zaun, guck. Laufen wir gerade zum Lager hin oder weg? Ich bin mir gerade tatsächlich unsicher. Ich glaube weg irgendwie. Ich also glaube auch weg. Ich denke, wir kommen hier gerade zur Map-Grenze. Oh fuck, da liegt die zweite Leiche. Oh mein Gott, ey, guck dir das an. Boah, wir sitzen hier total in der Falle. Wie viele waren vermisst? Vier. Was ist da oben für ein Haus? Oder kommt man gar nicht hin, oder? Das wäre interessant. Vielleicht da vorne links. Komm, probier. Da war ja, glaube ich, der Zaun, oder? Das ist das Haus. Er ist vor uns. Und wir sitzen hier gerade voll in der Falle. Also, es geht, die logischste Lösung wäre eigentlich zu warten, bis er kommt und ihn zu verjagen. Eigentlich schon, oder? Ja. Ich denke, weil wir haben gerade auch einen kleinen Vorteil, dass es hier eingegrenzt ist. Ja, ich von links und rechts. Er kommt von da oben, plötzlich. Oh, ja. Ich bin eher dafür, einfach straight ahead laufen und dann gleich links rauf, oder? Kann man da links rauf? Keine Ahnung, auf jeden Fall, da war dieses Haus, ne? Ja, das ist richtig, aber ich meine, da war auch irgendwie so ein Zaun. Stimmt, ich denke, wir kommen da nicht rauf. Scheiße, ja. Da kommst du nicht rüber. Und? Dann einfach eng zusammenbleiben. Okay. Ich würde sagen, wir sollten den Zaun auf der Seite vom Zaun bleiben. Das kann sein, vielleicht ist Bigfoot zu Hause, ja? Weil dann haben wir, also... Wenn wir am Zaun sind, dann gibt es keine linke Seite. Stimmt, wir können von einer Seite weniger kommen. Ja. Okay, geradeaus, rechts und hinten im Blick halten. Ich guck gerade. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Was war das? Hat jemand gerade was geswitcht, ja, oder? Ja, ich habe gerade Netvision auftreten. Achso, okay. Ich guck gerade, ob ich da vielleicht mehr sehe. Und wir haben ihn nur gehört, aber nicht. Ich hätte gerne Wärmesicht statt Netvision. Ja, wir gehen weiter vom Zaun weg, nur so. Okay. Ja, Wärmesicht noch extra wünsche. Das Problem ist, dass du, wenn du Night Vision an hast, die Batterie extrem schnell weggeht. Ja. Wo ist denn die Batterieleiste? Vom Zaun. Nur siehst du nur, wenn du Night Vision an hast. Ach klar, ja. Alter.
Bald müsste der Wohnwagen kommen, oder? Nö, wir müssen darüber, glaube ich. Ja, wir müssen mittiger. Ja, aber das würde ich sagen, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, wir sind raus. Ciao.